Hallo, ich bin Matthias Matschke und das ist Hingehört. Hallo Matthias, was machst du hier? Ich nehme ein Hörbuch auf von einem Autoren, der Richard Roper heißt und das Buch ist schön. Was gefällt dir am Vorlesen? Am Vorlesen gefällt mir, dass man aus Literatur etwas Gehörtes macht und nicht nur was Gelesenes. Ich lese gerne vor, weil man in dem Moment noch einmal eine Situation gestalten kann, die noch einen Zuwert zu dem eigentlichen Lesen hat. Gibt es im Tonstudio eigentlich auch mal was zu lachen? Oft. Die schönsten Versprecher werde ich irgendwann mal in einem 90-minütigen YouTube-Video von mir veröffentlichen. Und das wird dann eine große Lachparade. Wem liest du am liebsten vor? Ehrlich gesagt lese ich denen vor, die es aushalten, mir zuzuhören. Weil Vorlesen eine besondere Sache ist. Also entweder bringt man Menschen, vor allen Dingen Minderjährige unter einem zweistelligen Wert im Alter Seiende oftmals dazu einzuschlafen, was ein positiver Effekt sein kann. Und bei den Älteren möchte man doch das Gegenteil erreichen. Und deswegen lese ich gerne allen vor, weil ich auch gerne Leuten zuhöre. Und sozusagen, wenn ich mir Gehör verschaffe mit dem Inhalt anderer durch das Lesen, dann freue ich mich sehr. Also ich lese auch gerne Ihnen vor. Du hast gesagt, du liest ein schönes Buch. Warum ist es ein schönes Buch, das du vorliest? Habe ich das gesagt? Das Buch ist auch noch schön. Ja, das ist schön, weil es das Leben von jemandem beschreibt, das sich komplett auf den Kopf stellt, innerhalb von wenigen Wochen, einfach indem er jemanden kennenlernt, der jemandem ähnlich ist, den er schon mal kennengelernt hat. Nur so viel als Cliffhanger. Mit einem Auftritt beim Tatortreiniger hat es ja nicht geklappt. Nun darfst du einem Nachlassverwalter deine Stimme leihen. Ja. Freust du dich darüber? Ja, total. Also auch wenn er nicht wie Bjarne Mädel ist oder ich habe mir nicht beim Vorlesen vorgestellt. Aber es ist auch eine schöne Freude, weil sozusagen diese Figur eine besondere Figur ist durch das, was sie tut. Das macht sie aus. Kannst du dich für uns in der Rolle, in die du am liebsten schlüpfst, verabschieden? Nein.